So, jetzt geht's ins Finale. Von dieser Unterwelt. Spaß vorbei, jetzt wird gekämpft. Ich hätte gern irgendwie alle außer Blau. Dort ist der Unterweltsteinherr. Nehmt ihn schnell an euch, bevor diese Kreatur zurückkommt, von der die Frauen sprachen. Was, eine Kreatur? Ich habe ein Gedächtnis wie ein Schaf. Vielleicht war es eine Pflanze. Metal. Okay. Lasst es bald. So, grüne, braune, rote, blaue. Ein blaue kommt zurück, nicht hier nicht kämpfen. Grüne kommt mit, ihr macht mit den hier. Da ist der, nee, der nimmt elf ab. Sieht man so schlecht. Weil der besiegt, das soll jetzt kein Problem sein. Ah, shit, ich sterbe. Ich hätte da keinen Vollangriff machen sollen. Ich muss Nachschub holen. Der natürlich jetzt keinerlei Rüstungsupgrades hat und deswegen muss noch schneller stirbt. Oder ich... sterb komplett. Aber schöne Klänge. Ah, okay, hier hinten. Ich hoffe mal, dass das keine DMCA-Musik ist, aber ich bezweifle es. Der wäre tot. Und beschwört er auch ja nichts mehr. Das sind so viel Blau jetzt schon wieder tot. So, wie viel Verluste haben wir? Null braune. Null grüne, vier blaue. Jetzt erstmal wieder ausrüsten.
Hat jemand eine Hand verloren? So, jetzt auch nochmal interessant wahrscheinlich. Also dieser komische Sensenmann hat halt die ganze Zeit Gegner gespawnt, wer es nicht mitbekommen hat. Und erst wenn der halt weg ist, kann man hier gescheit handhaben. Wartet lieber mal auf mich. Alle! Braune! Grüne! Kann bestimmt gut als Nussknacker verwenden. Ach, jetzt stehen die Blauen so weit vorne. Dass ich alle Hass gemacht habe. Und kann ich hier eine Falle stellen? Guten Tag, der Herr, wollen Sie mich begleiten? Nein? Nö, okay. Dann halt nicht. Hallo Grüner, könnt ihr da noch nicht springen? Okay, hat sich geklärt. Ist ja easy. Hier neben ist ein Ausrüstungsgegenstand. Den nimmt sich auch jemand, sehr schön. Ja.
Zaubersprüche, wie gesagt, verwende ich halt fast nie. Jedenfalls im Einser. Beim Zweier schon eher. Ich bleib lieber mal in der Nähe. Nicht, dass man den nochmal verteidigen muss, so wie beim letzten Mal. Kommt ihr? Da stehen doch schon die Leute bereit. Nachdem ich so mühevoll das den Frauen abgenommen habe. Hey, die rennt einfach weg und bis ein neuer Kollege da ist oder wie. Das ist ein Feigling. Kommen denn da noch? Die Grünen geht man hier mehr hin. Ich hab das doch gegen den verteidigt. Was soll ich jetzt noch machen? Hier alle Leute von mir verlieren. Da gibt es hier wieder so einen Spawner-Typ. Oder anders gesagt, keinen. Automatisch gespeichert, ja, danke. Ich habe noch eine braune Offensive. Ich kann gar nichts. Mähen da einfach durch. Muss ich den Stein jetzt einfach darüber tragen, während die alle da angreifen oder was? Immer muss ich nicht verteidigen. Upsa. Ja. Da gehen Minions verloren, oje Mini. Ich nehme zu viel Schaden. Ja, es war doof. Ich muss die Grünen nehmen, muss sie nach hinten kiten, muss die dann abhalten. So, die ganzen Minion, ganzen bösen Höllentypen. Hinten schicken, jetzt hier grün hin und hinten dran müssen sich positionieren, dass die abhalten. Genau, und der Stein geht jetzt dahin. Ihr
Speerspitze, Herr. Okay. Jetzt zu diesen Frauen und zu knapper Kleidung. Gut. Damit haben wir endlich den Helm. Seid gegrüßt! Hoffentlich können wir ihn jetzt auch bezahlen. Das wäre einwandfrei. Hallo Gunther. Der Helm des Lebensquells. Danach habe ich fast keinen Grünen mehr. Dann wird mal hier kräftig gebrutzelt. Vor allem, wie sie sich freuen, wenn die da in den Tod springen. Für ihren Meister. Äußerst entspannend auf die Seele, Herr. Danach seid ihr bereit für böse Taten. So, habe ich auch gleich ausgerüstet. Sieht so ähnlich aus, auf jeden Fall mal. Ist auf jeden Fall mal schwarz. Ich glaube, das ist er. Das ist eure Waffenkammer, Herr. Hier könnt ihr Rüstungen und Waffen aufbewahren. Helmer, Helm des Lebensquells. Ja, ausgerüstet. Und wenn ich mich richtig erinnere, gibt der schon direkt die plus 5. Plus 5 auf die Schergenarmee-Größe. Was ein Helm maximal haben kann. Jo. Diese Waffe wird euch nicht gerecht, Lord. Geht sofort in die Schmiede. Das ist eine Waffe aus der Hölle. Gebero. Kann ich hier noch ein bisschen was Schickes kaufen? So, die habe ich, ne? Totenschädel, Feuerschale, Spitze, Lisadenkrone. Vergesst nicht, ein paar Sachen für eure Mätresse zu kaufen. Ja, ja, kommt noch. So etwas wollte ich schon immer haben. Wusste ich's doch. Thron der Dunkelheit. Ihr erwartet doch nicht, dass ich das putze. Nee, dafür habe ich ja die Bediensteten. Höllenhundstatuen. So etwas wollte ich schon immer haben. Dämonenstatuen. Wozu hat man Gold, wenn nicht, um es auszugeben? Kronleuchte, nicht genug. Gardinen. Ihr dunkler, romantischer Narr. Bankettsaal. Vielleicht hätte ich unten anfangen müssen. Und dann wurden die erst freigeschaltet. Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Kostet alles so viel. Schon schwer hier das Geld beizuschaffen für so einen bösen Herrscherturm. Verhinderer der abscheulichen Blumenmuster. Dann wird's Zeit, grüne Energie zu sammeln. Das geht ja jetzt doppelt so schnell. Ich habe eine 35er Armee, damit sollte es recht einfach sein. Das waren die Smaragdkäfer. Da kann man vielleicht auch nochmal einen anderen Gegnertypen probieren. Das ist eigentlich so meine Standardformation, so
dann halt immer nach und nach ein paar Käfer herziehen. So, jetzt muss ich wahrscheinlich wieder hier ein bisschen anpassen. So. So, den Namen. Alle. So, ein Arena-Match mit einem neuen Gegnertypen. Zum Beispiel im Bluthorn. Das dürften die Einhörner sein, oder? Ja. So, die haben einen fiesen Charge-Angriff. Von daher wird meine normale Stellung vielleicht von Nachteil sein. Wenn er einmal durch meine Minions durchrennen. Gewinne, ihr müsst daran. Ja. Na, hier, es gibt ein Gemetzel. Blaue, ihr müsst da hinten jemanden retten. Und Grün, ihr macht mal das hier fertig. Okay. Oh, uns wurden auch Einhornhörner hier fallen gelassen. Oh, einen Verlust hatte ich. Ach, Kamera. Warum musst du mich so ärgern und dich wegdrehen? Wo sind die? Da hinten. Dann würde ich sagen, besuche ich einmal das Wirtshaus und rüste meine braunen die grünen als Damage-Dealer immer aus. Seid gegrüßt! Weil jetzt Himmelsspitze, ich glaube, der normale Spawn ist näher dran. Guckt euch mal die Dornen an, die da schon aus den Schultern rauswachsen wegen der Korruption und des bösen Einflusses.
Oder doch, die braunen, dann sind die besser gepanzert. Jups. Die volle Ladung. Weil wenn die zurückschickt, behalten die ihre Items, die sie haben. Deswegen macht man das halt gerade auf legendär dann mit jede Sorte einmal hier durchs Wirtshaus und dann sind die ausgerüstet. Im Zweier gibt es dann andere Möglichkeiten, seine Armee auszurüsten. Hier ist halt das Wirtshaus erstmal so eine gute Zwischenstufe. Ob es irgendwas im High-End-Bereich gibt zum Looten, weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber halt vor allem der Abschnitt mit den Masken gibt denen ordentlich Panzerung. Und hier können sie halt Waffen und Rüstung finden. Und statt den komischen roten Priestern da sind jetzt hier ein paar Schafe. So, hier gibt es die Masken. So, und hier gibt es Trolle, okay, die spare ich mir aber. So. Und dann kann man hier jetzt gerade die abgeben, die nächste Farbe holen, nochmal rein, weil der ganze Loot ist ja wieder respawned, dadurch, dass man die Map verlassen hatte. Und die meisten von denen haben die Masken, sind also schon ein bisschen besser gepanzert. Der eine oder andere hat auch noch eine bessere Waffe. So, wir machen aber jetzt, glaube ich, mal den Kampf gegen Oberon. Der steht ja jetzt an. Auch schon wieder über 200 Grüne durch das eine Mal fahren. Seid gegrüßt! So, und dann Dunkelwald. Dunkelwald wahrscheinlich.